Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 633. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. In der letzten Folge habe ich euch gesagt, dass wir wahrscheinlich einen neuen Mod haben werden, sobald wir wieder zu Hause sind. Und nicht wundern, wenn ihr nachher das Video seht, was hier auch noch hochgeladen wird. Wenn ihr das hier jetzt gesehen habt, dann ist das ein bisschen doppelt gemoppelt. Aber wie dem auch sei, wenn euch eventuell was auffällt, wir haben kein Schild hier links unten. Aber das ist noch nicht alles, denn es wird noch viel besser. Ich bleibe jetzt mal hier oben. Wir gehen jetzt mal ins Inventar. Und eventuell fällt euch was auf. Vor allem hier und vor allem hier. Genau. Wir haben einen neuen Inventar-Mod. Scheinbar kann ich den hier auch an- und ausmachen. Das wusste ich auch noch nicht. Und zwar können wir jetzt zum Beispiel unser Schild in die Offhand packen. Dann ist es hier auch wieder. Aber ihr seht, hier sind halt noch mehr Felder und hier auch. Bedeutet, ich kann hier auch noch Fackeln reintun. Und Brot. Und von mir aus kann ich hier sogar auch noch mein Bett reintun. Keine Ahnung. So. Und dann im Shift-Klick packe ich einfach meine anderen Sachen hier rechts in das Ding. Dann sind die nämlich auch hier unten aus der Leiste raus. Was natürlich auch ziemlich praktisch ist. Und jetzt denkt ihr euch, ja gut, jetzt muss man aber ja immer wieder irgendwie an diese Sachen kommen. Aber das Geile an diesem Mod ist halt... Okay, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Das Geile an diesem Mod ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Gras anklicke. Ich habe jetzt nichts in der Hand, das seht ihr. Dann geht der automatisch zur Schaufel und packt die direkt danach wieder weg. Und natürlich ist es auch... Das ist ja voll geil. Du musst nur Dingens machen und dann fliegt der direkt mit einer Rakete. So, wenn wir jetzt Holz antippen, geht er direkt auf die Axt, packt die weg. Das Holz nehmen wir jetzt sogar mal mit. Und bei Blättern geht er direkt auf die Hoe und packt die danach wieder weg. So. Jetzt haben wir natürlich aber hier links halt noch diese Reihe an Sachen. Und die kann man halt mit einer Hotkey-Taste, das macht keinen Sinn, aber mit einem Hotkey wechseln. So, jetzt haben wir die Fackeln, jetzt haben wir das Brot, jetzt haben wir das Bett, jetzt haben wir wieder das Schild. Und ich habe mir die halt an die Maus gepackt, da habe ich halt noch ein paar extra Tasten. Ist halt für mich ganz praktisch. Und meistens haben wir halt das Schild, aber wenn wir zum Beispiel hier sind und aus... Ah ja, fuck. Und es ist total weird. Wenn wir halt hier sind und ausleuchten wollen, dann wechsle ich halt eben. Also ich muss mich natürlich da auch noch dran gewöhnen. Ich habe das jetzt, das ist jetzt das erste Mal, wo ich da wirklich praktisch mit spiele. Ich habe das halt gestern in einem Video gesehen und habe gedacht, Alter, das ist ja mega geil. Weil so hat man halt auch noch ein paar mehr Inventarplätze frei. Weil hier, guck mal, die ganzen fünf sind ja jetzt einfach dazugekommen. Und die drei sind ja auch nochmal dazugekommen. Das heißt, da hat man dann halt schon 8 neue Plätze dabei. Was halt schon super praktisch ist. Es ist fast nochmal eine komplette Reihe. Aber das ist noch nicht das... Es ist noch nicht alles. Ich weiß nicht, ob es das Beste schon ist, aber es ist auf jeden Fall noch nicht alles. Denn dieser Mod hat noch ein weiteres Feature. Aber es ist die Frage, ob ich euch das so gut gerade zeigen kann. Denn es ist ein bisschen glückbasiert. Aber da gehen wir jetzt auf jeden Fall auch sofort hin, sobald ich hier ein bisschen mehr ausgeleuchtet habe. Und dann werden wir auch gleich danach anfangen, hier mal zu konzeptionieren, wie wir denn unser neues Projekt hier bauen und wohin und wie groß. Und ich habe mir gerade schon überlegt, aus welchen Blöcken und so. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, aber mehr oder weniger. Achso, und natürlich, tut mir jetzt leid für das Viech hier, aber zack. Dann geht er natürlich auch direkt aufs Schwert. So, und wenn man halt Leertaste drückt, dann fliegt er halt einfach direkt. Und man kann es in der Luft nochmal machen. Das ist ja auch geil. Das heißt, die Raketen könnte man theoretisch auch nochmal woanders hinpacken. Geil. Wo will ich überhaupt hin? Ich will hier vorne hin. Es ist halt alles noch ein bisschen verwirrend, weil es halt alles neu ist. Aber ich glaube, da werde ich mich dran gewöhnen. Und ich finde halt nicht, dass es ein sonderlich großer Unterschied ist zu Vanilla. Das finde ich halt das Geile daran. So, es ändert jetzt nicht das grundlegende Spiel, aber es ist einfach hilfreich und praktisch, weil wir halt eh schon seit langem einen neuen Platz haben wollten. Kurz mal gucken.
Ich will noch irgendwo Leder haben oder Bücher haben. Da geht, da läuft irgendwas falsch. Wir haben auf jeden Fall hier noch ein Schild. Ach komm, als ob ich jetzt keine Bücher habe. Ein Papier, das ist okay. Ich glaube, da ist Leder. Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, sonst hätten ein paar Kühe dran glauben müssen. So geht das nicht. So geht das. Ein Buch, okay. Dann müssen wir einfach nur Glück haben. Ist ja voll praktisch. Natürlich, man muss die Sachen im Inventar haben. Das geht jetzt nicht komplett ohne. Aber ob ich jetzt Rechtsklick drücke oder Leertaste drücke dabei, ist halt schon ziemlich cool. So, jetzt möchte ich wieder mein Schild haben. Ich kann halt auch vor und zurück gehen, aber da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Wie gesagt, es ist alles noch ein bisschen viel. So, das Ding ist aber, wenn uns hier das alles noch nicht reicht, wenn wir unsere Hose nehmen und mit ein bisschen Glück kriegen wir, natürlich nicht, ein neues Enchantment. Und dafür gehe ich einmal kurz in den Game Mode, nur um es euch zu zeigen. Es nennt sich nämlich Deep Pockets und es gibt einmal Deep Pockets 1, 2 und 3. Und dann bekommt man nämlich, so, bei Deep Pockets 1 kriegt man eine Reihe mehr, bei 2 zwei Reihen mehr und bei 3 könnt ihr euch, glaube ich, denken, 5, nein Spaß, 3 weitere Reihen. Und das ist halt schon ziemlich cool so. Ziemlich, ziemlich cool. Und da müssen wir halt dann mal gucken, dass wir uns das Enchantment noch holen. Weil das will ich auf jeden Fall haben. Dann hat man einfach noch 3 Reihen, also nochmal ein komplettes Inventar dazu. Minus die Hotbar. Das ist insane. Das ist wirklich insane. Und OP. So, als nächstes. Matt. Denn, und wo ich hier gerade jetzt so stehe, ne? Pass auf. Werde ich nochmal hier an dem Hügel die anderen Bäume einpflanzen, wovon ich jetzt die Setzlinge habe. Und uns hier mal von diesem hässlichen hohen Gras befreien. Das ist halt so ein bisschen doof. Bei Gras geht er halt auch auf ein Werkzeug. Und zwar auf eine Axt, warum auch immer. So. Aber es ist halt auch krass, wie schnell der wechselt so. Brauch Holz. So. Und dann, jetzt seht ihr auch endlich mal dieses 3D-Ding mit den Items. Okay, das ist eventuell noch ein kleines Problem. Das könnte potenziell gefährlich sein. So, hier. Das ist jetzt auch 3D. Da habe ich ein neues Add-on. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte nämlich den Matt haben und ich wollte die Haybells haben. Vielleicht erstmal so. Und dann so. Und dann hat man Packed Matt. Und dann machen wir da nochmal. So, dann machen wir das, warte. Dann machen wir das nochmal. So, dann machen wir das hier nochmal. Und das hier nochmal. So. Und dann machen wir die beiden hier nochmal zusammen. Und dann haben wir ganz viel Packed Matt. So, und aus Packed Matt können wir jetzt Matt Bricky die Bricks machen. So. Bam. Okay. Und aus denen denke ich mal, dass wir unser neues Gebäude hier bauen. Auch wenn ich sagen muss, die sehen deutlich anders aus als im Default. Im Default sind die nämlich so beige, gelb. Ja, beides nicht so ganz, aber so ein Mix daraus auf jeden Fall. Aber wir werden es halt damit machen, glaube ich, ist halt auch der neue Block, so warum sollen wir den nicht benutzen? Und jetzt muss ich halt mal überlegen. Ich hätte an sich gerne, eigentlich hätte ich es gerne von da nach da gehend, aber so wird halt mehr Sinn machen, weil wir mehr Platz haben dafür. Okay, lass mich überlegen. Ja, okay, wir ziehen jetzt einfach nur ganz grob mal den Umriss. Weiß nicht, warum ich das unbedingt auch aus dem Packed Matt machen muss. Zack. Zack, zack. Ist egal.
So. Machen wir das Bett da schon mal hin, dann gehen wir gleich pennen. Dann gehen wir hier weiter. Da muss man halt echt aufpassen mit diesem Doppelflug-Ding jetzt, ne? Oh, es wechselt sogar zu dem Item, was man braucht, wenn man gerade ein anderes Item in der Hand hat. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich ziemlich praktisch. Das heißt, ich kann auch was in beiden Händen haben und dann was anderes abbauen und dann wird er da trotzdem hingehen. Das ist ziemlich nice. Okay, gut zu wissen auf jeden Fall. So, dann wollte ich hier hingehen. Weiterbauen. Warte, hier müssen wir vielleicht mal mitzählen. Also 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ich würde natürlich lieber 22 machen, aber wir brauchen eine ungerade Zahl, weil es Minecraft sieht immer besser aus. So. Das ist verblüffend, wie schnell der das wechselt. Das ist krass. I like it a lot. Natürlich, Mod ist verlinkt. Und wenn ihr mal genau hinhört und wenn ihr dann vergleicht mit den letzten zwei Folgen, hört ihr eventuell noch was. Und zwar ist auch der Ambient Sounds Mod wieder drauf. Den hatte ich nämlich vergessen, als wir in die 1.19 gegangen sind, mit drauf zu packen. Nicht wundern mit dem Chat. Ich habe vorhin mein Schild gesucht. Das war nämlich weg, aus irgendeinem Grund. Jetzt aber nicht mehr. So, einmal essen. Ich muss mich ein bisschen mit der Reihenfolge da noch zurechtfinden, aber nee, das war falsch. So rum, okay. Das hier könnte ungefähr... schade. Die Fläche werden. Für unser neues Projektchen. Ich weiß nicht ganz, ist das eventuell zu groß? Nö, das finde ich tatsächlich ist okay. Vielleicht an der Positionierung noch ein bisschen was ändern. Und zwar ein, zwei Blöcke nach rechts und ein, zwei Blöcke nach hier vorne. I think that would be better. Nee, das brauchtest du jetzt nicht machen. Manchmal ist das... Warte mal. Das nervt mich. Also es ist teilweise ziemlich praktisch, aber teilweise ist es halt auch echt scheiße. So. Pass auf, hier. Firework Rocket Boost. How can I go away? Ich pack das einfach auf Ü, weil das benutze ich ja überhaupt nicht. So, auf jeden Fall, das hier sind die anderen Dinger und Zoom und so weiter. Falls ihr das wissen wolltet, dann ist es auf jeden Fall auch hier. So, jetzt kann ich hier nämlich so viel auf Leertaste drücken, wie ich will, und es passiert nicht. Jetzt hauen wir das hier einmal kurz weg. Es ist halt ein bisschen schade, dass ich nicht beide Silk Touch und die andere Pickaxe hier reinhauen kann. Das wäre halt auch nochmal cool gewesen. Dafür habe ich jetzt halt die Hoe einfach immer dabei, was ja auch praktisch ist. So. Nein! Ist alles noch ein bisschen verwirrend. Erde dahin. So, jetzt das Problem ist, und ich will auch den Rest der Folge, glaube ich, füllen. Hier die komplette Reihe nochmal weg. So. Ich glaube, es sieht einfach besser gelegen dann aus, wenn das ein bisschen noch schräg in Richtung vom Dorf geht. Muss ich nicht? Ich muss es komplett nochmal wegreißen. Bin ich eigentlich dumm? Oder? Nee. Nee, muss ich nicht. Ich muss hier nochmal so machen und dann... Ja, okay. Ich wollte gerade sagen. So. Ich glaube, so ist richtig. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Immer diese Fackeln, die im Weg sind. Schrecklich. So, nein. So, so, so. Und... Jetzt kann ich natürlich nicht mehr mal eben so hochfliegen. Es ist an sich ganz praktisch, wenn man halt auch wirklich nach oben möchte. Aber manchmal will ich halt auch einfach nur gleiten. Und dann macht er das halt auch direkt so.
Das ist halt dann potenziell echt gefährlich und vor allem aber auch einfach nur unpraktisch und halt auch teuer. So, ich finde. Es ist immer noch nicht gut. Jetzt würde ich es schräg nach da machen. Ich werde bescheuert. Ich weiß es nicht. Es wird im Grunde wird's keinen Unterschied machen, aber so wie ich das jetzt hier sehe, finde ich, ist hier der Abstand jetzt zu groß und hier immer noch ein bisschen. Und es ragt mir hier ein bisschen zu weit rein. Das heißt, es müsste halt wirklich genau wieder die zwei Blöcke nach da vorne. Anstatt nach da vorne. Richtig dumm. Aber wie dem auch sei, für mehr soll heute keine Zeit sein. Wenn ich es schaffe, kommt heute Nachmittag noch ein neues Video, was ich jetzt heute Mittag erst angefangen habe aufzunehmen. Eventuell, ansonsten kommt das morgen. Nicht wundern, da wird dann hier dieser Mod auch drin vorkommen. Mehr sage ich aber dazu nicht. Würde mich trotzdem freuen, wenn ihr da reinschaut. Und es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr dem Video hier einen Daumen nach oben gibt und meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Danke fürs Zuschauen, dann sehen wir uns morgen im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.